Es ist ein Kampf um Existenzen. Beschämt, so mit den Leuten umzugehen. Eigentlich könnte man jetzt heulen. Und ein Kampf um Tradition. Es ist super schade, dass die Brauerei jetzt schließen muss. Vielleicht wird sie ja gerettet, man weiß es nicht genau. Wie kann das Aus der Binding-Brauerei in Frankfurt verhindert werden? Unser letzter Beitrag zur Schließung wurde von euch viel kommentiert. Das Thema eurer YouTube-News aus Hessen beantwortet euch brennende Fragen. Produktionsmitarbeiter Stefan Witt erzählt, wie er das Ganze erlebt. Seit heute Morgen um 5.30 Uhr geht es rund, hier am Sachsenhäuser Berg. Wir machen noch einmal Werbung für Samstag für die Demo und wir sind darauf angewiesen, dass du auch heute zur Betriebsversammlung kommst und ein bisschen Stimmung machst. 30 Jahre. 35 Jahre. Ja, mit 59 Jahren, wo soll ich arbeiten finden? Ja klar, kann ich dir nochmal so einen Zettel geben? Das ist der Anfang vom Ende. Spätestens im Oktober 2023 soll die Produktion in Frankfurt geschlossen werden. Das ist seit 3 Wochen klar. Viele unserer User reagieren auf die Nachricht entsetzt. Sie bedauern den Verlust des Traditionsunternehmens in der Main-Metropole. Traurig, da werden viele Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Tatsächlich geht es derzeit um die Stellen von 157 Beschäftigten in der Produktion. Doch sie wollen so schnell nicht aufgeben, protestieren lautstark. Auch Stefan Witt ist dabei. Für ihn ist die Situation ein Albtraum. Er hat das Ganze vor 22 Jahren mit Binding schon mal erlebt, musste damals mit seiner Familie von Kassel nach Rottgau ziehen und jetzt wieder entwurzelt werden? Ein Scheißgefühl, ein richtig Scheißgefühl. Weil ich habe schon einmal eine Schließung mitgemacht von der Binding-Brauerei. Und das war damals schon heftig und das war wie so ein Déjà-vu. Dasselbe Spiel noch einmal. Binding gehört zur Radeberger Gruppe. Sie will den Mitarbeitern Alternativen anbieten. Jobs in anderen Städten oder etwa Altersteilzeit. Doch umziehen wäre für viele bitter. Der nächste Standort wäre Löhnberg bei Wetzlar. Auch Dortmund und Berlin sind im Gespräch. Weil die Preise für Rohstoffe, Energie und Logistik durch die Decke gegangen sind, hat die Brauereigruppe bereits eine Preiserhöhung angekündigt. Aus Sicht des Unternehmens reicht das aber nicht. Weil wir einfach eine riesen Zusatzbelastung haben durch diese Kostenexplosion in allen Beschaffungsmärkten. Dreistelliger Millionenbetrag. Überkapazitäten, so nennen wir das, kosten Geld. Und deswegen müssen wir schauen, wo wir Überkapazitäten in unseren Brauereien haben. Und da kommen wir an der Binding-Brauerei nicht vorbei. Hier stehen 2/3 der Anlagen leer und produzieren nur noch 1 Kosten. Dass wir das machen dürfen. Dieses Problem hätten alle Bierproduzenten. Der Betriebsrat fordert deshalb andere Lösungen. Wir möchten, dass unsere Brauerei hier bleibt und die Arbeiter hier ihre Arbeit weiter verrichten für die Frankfurter und die Ungarn, dass die Binding-Bier bekommen. Und natürlich hoffen wir, dass die viel davon trinken. Mit Blick auf diverse Übernahmen und Schließungen in der Bierbranche zitiert ein User einen Binding-Werbeslogan und schreibt: Dir und mir ein Binding-Bier. Schade, die ganze Entwicklung in der Getränkeindustrie. Den Markt des Hopfengetränkes kennt Bierjournalistin und Influencerin Mareike Hasenbeck gut. Tatsächlich sei die aktuelle Lage für viele Brauereien herausfordernd. Die Preise explodieren, die Rohstoffe sind teurer geworden, die Energiekosten sind gestiegen und es ist ja ein totaler Rattenschwanz, der da dran hängt. Es sind ja nicht wirklich nur die Energiepreise sondern, und die Rohstoffe, sondern es sind ja auch die Fässer, es sind die Etiketten, es hängt ja ganz, ganz viel mit dran, was quasi ein Problem für die Brauereien darstellt. Hinzu kommt, den Deutschen geht der Bierdurst aus. Der Konsum sank von 143 Litern pro Kopf in den 90er Jahren auf 91 Liter aktuell. Doch viele Brauereien waren wohl auch zu lange zu träge. Seien etwa dem Craft-Beer-Hype hinterhergetrottet. Es ist ja auch so, dass man seine Tradition ja nicht verlassen muss, um was Neues auszuprobieren. Weil wer den Markt verfolgt, auch gerade die jungen Leute, sie sind immer auf der Suche nach irgendwas Neuem. Es muss ein bisschen trendiger aussehen. Klar ist auch der Trend da, dass es zurück zur Bodenständigkeit und zur Regionalität geht. Aber trotzdem muss ja sowas, kann ja sowas auch ein bisschen moderner, ein bisschen hipper oder sowas vielleicht aufbereitet sein. Wie man auch eine wirklich Asbach-alte Marke entstauben kann, weiß man in Rüdesheim. Der Weinbrand Asbach uralt war früher eigentlich nur was für Opis. Sein Image total verstaubt. Das Unternehmen stand häufiger vor dem Aus. Doch die Belegschaft kämpfte, überzeugte und gewann. Besseres Marketing und anderen Maßnahmen sei Dank ist die Marke jetzt wieder bei einer, Achtung, Wortwitz, breiteren Konsumentengruppe beliebt.
Auch Bier brauche gutes Marketing, auch wenn es immer noch das liebste alkoholische Getränk der Deutschen ist. Diese neue Bierkultur, diese neuen kleinen Brauereien oder sowas, die bewegen sich überwiegend, oder die ganze Szene bewegt sich eigentlich überwiegend auf Social Media, auf, sei es Instagram, Facebook oder so weiter. Und das haben natürlich viele Traditionsbrauereien noch gar nicht so auf dem Schirm. Und ich könnte mir vorstellen, wenn viele da ein bisschen mehr tätig werden, weil die Brauerei, die kann im kleinsten Dorf sein und die kann das coolste Bier der Welt brauen, das leckerste Bier der Welt brauen, aber wenn es halt keiner weiß, dann wird es auch nicht gekauft. In Frankfurt herrscht Ungewissheit. Nicht nur von Seiten der Beschäftigten wird spekuliert, dass es Radeberger vor allem um die Kohle geht, den die Gruppe für den Verkauf des Grundstücks abrufen kann. Wie gut oder schlecht es Radeberger geht, ist nicht klar. 2019, also vor Corona, fuhr die Gruppe noch 1,7 Milliarden Euro Umsatzerlöse ein. Stefan Witt ist enttäuscht und sauer, wie mit der Belegschaft und der Traditionsbrauerei umgegangen wird. Eigentlich Binding ist Heimat, Heimatbier, Frankfurt, Umkreis. Aber sie wollen ja die Marke weiter behalten, aber nicht mehr in Frankfurt brauen. Und da sehe ich schwarz für die Marke Binding, wenn das so sein sollte. Das Team aus der Produktion will weiter kämpfen und bekommt Unterstützung von rund 250 Kollegen aus der Verwaltung. Obwohl deren Jobs erstmal in Frankfurt bleiben sollen. Was glaubt ihr, kann die Binding-Brauerei in Frankfurt gerettet werden? Schreibt es uns in die Kommentare.